einem Magitex Champions League Unboxing Battle auf meinem Kanal und heute gibt es das Duell Multipack vs. Blister. In jedem Produkt sind 36 Karten drin, eine limitierte Auflage. Also wir können dieses Duell perfekt, wunderbar hier heute ja mauken. Nämlich Multipack 36 Karten, Blister 36 Karten. Beides kostet 5,99 €, also für ein Unboxing Battle wirklich wunderbar gemacht. Kuss geht raus an Tops. Leute, hier ist Rashford in Gold, Silber, Bronze drin. Und hier weiß ich gar nicht, wer hier drin ist. Werden wir gleich sehen. Ich würde sagen, ich reiße erstmal das Multipack kurz einmal auf. Na? Ah! Zack! Und mal schauen, ist der... Nee. Kleber ist sehr gut gemacht. Ist, ja, man kriegt die Booster einfach ab. Und hier ist das Limipack. Sieht man das Limipack eigentlich hier auch? Im Blisterpack, ich glaube, ne? Ja, man sieht es hier auch ganz easy. Also wir können einmal Gold, Silber, Bronze in Punkt geben. Oder das ist ja, die limitierte Auflage ist der Kapitän des Unboxing Battles. So können wir es auch machen, weil dann haben wir die 5 normalen Booster, die ganz normal im Unboxing Battle Style gegeneinander treten. So machen wir das. Also das Limipack zählt quasi nicht zur Wertung. Aber wir machen es natürlich trotzdem auf, weil wir hoffentlich eine Goldlimit ziehen. Giovanni Reyna, Rising Star von Borussia Dortmund. Und da haben wir die Goldlimit von Marcus Rashford, Leute. Multipack ist schon mal richtig nice. Goldene Limit am Start, mega. Das ist natürlich richtig, richtig, richtig heftig. Dann noch ein Manuel Neuer, einen Mats Hummels, Schachtja Donetsk Logo und Mateo Kovacic von Chelsea. Also Kapitän Rashford in Gold. Mega nice. Legen wir hier schön in die Mitte. Und mal gucken, was beim Blisterpack so rumkommt. Gibt es da auch Silber, Bronze, Silber, Bronze, Gold? Gold, Silber, Bronze? Ah, hier ist er nicht. Na, oh, 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 oh. Das ist auch Menü. Oh, nee, das ist auch Dings, oder? Ist das jetzt auch Rashford? Das ist auch Rashford. Aber Bronze, Rashford. Ja, moinski. Gold gegen Bronze. Dann haben wir hier Lorente, Man of the Match, Hernandez, Lars Stindl, Pereira und Jadon Sancho, Starspieler. Okay, und jetzt geht das Unboxing Battle ganz normal los, Leute. Im ganz normalen Unboxing Battle Style. Ein Booster gegen ein Booster und am Ende haben wir sicherlich einen Gewinner. Es sei denn, eine Runde geht hier mal unentschieden aus. Kann ja auch sein, dass ich mich dafür entscheide, Runde 2 vielleicht unentschieden oder so. Kann ja alles passieren. Es kann alles passieren. Online-Code, Leute, die einer der, also der schnellste von euch kriegt den Online-Code-Emoji. So, und wir starten mit Hans Van Aken von Club Brügge, Mendy von Real, Mats Hummels von Dortmund, Payet von Marseille, Lovren von Liverpool und Jorginho von Chelsea. Und Jorginho ist auch der Beste aus diesem Pack aus meiner Sicht. Ihr könnt da natürlich auch immer eine andere Meinung haben. Und wenn ihr sagt, hier, Dennis, ich hätte mich da anders entschieden, schreibt mir gerne unten rein in die Kommentare. So. Also, Jorginho gegen Perin schafft er. Costa schafft er auch. Piszczek schafft er auch. Konjublianka schafft er auch. Benedetto schafft er auch. Und Fabinho, das ist jetzt ein hartes Duell. Fabinho gegen Jorginho, das ist zum Beispiel direkt mal ein Duell, wo ich sagen würde, unentschieden. Ich sage auch unentschieden. Meistens ist der erste Gedanke der richtige Gedanke. Jorginho gegen Fabinho, 1-1. Und wir gehen rein in Runde Nummer 2. Runde Nummer 2. Und da sehe ich schon, ja, kein TT, sondern ein Leroy Sané, der natürlich eine absolute Maschine ist. Kepa Arrizabalaga, Perez noch am Start, Embolo, Keylor Navas, aber pff, nee. Nee, 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 nee. Sané. Sané gegen, das ist die Frage. Schaffte er das zweite Türchen zu machen gegen Serge Gnabry? Boah, also da sehe ich, sehe aber trotzdem Leroy Sané vor Serge Gnabry. Griezmann sehe ich auch hinter Leroy Sané. Kovacic, ich sehe alle hinter Leroy Sané. Und das ist das 2:1 fürs Multipack. 2:1 Multipack in Führung. So, dann geht es weiter mit Zumba Neymar. Uiuiuiui, Dembele, Konate, McGregor, Martial und Peter Gulagi, Man of the Match von Leipzig.
Na, wie dick ist dieses Pack denn hier? Sind da mehr Karten drin? Ne, sind auch nur 6. Das hat sich irgendwie dicker angefühlt. Perrin gegen Neymar? Nö. Piqué schafft es nicht. Cervi schafft es nicht. Stepanenko schafft es nicht. Evans schafft es nicht. Und Halstenberg von Leipzig schafft es auch nicht. Und somit erzielt Zumba Neymar das dritte Tor, das 3:1. Und somit kann der Blister, das Blister-Pack, maximal hier noch einen Unentschieden rausholen. Maximal. Und dafür müsste das Multipack jetzt zweimal verlieren. James, Jimenez, Grimaldo, Meschede, Caleta K und Verletzungskarte. José Jimenez ist der Beste. Und die Frage ist, schafft es José Jimenez gegen Serge Gnabry? Würde ich sagen, ja, Dave ist auch am Start hier. Lookman, Deli, DV und Tammy Abraham. Es ist Leute, das ist German DV, Alter. Die englische Legende in Anführungsstrichen. José Jimenez schafft es nicht und das ist das 3:2. Der Anschlusstreffer vom Blisterpack. Letzte Runde. Letzte Runde und wenn ich das hier so sehe. Uiuiuiui. Uiuiui, das ist Icardi. Doch nicht so ganz uiuiui. Wäre es ein Mbappé, wäre es ein mehr, viel mehr uiuiui. Icardi, Marc-André Ter Stegen, Marcelo, Schmelzer, Kramer, Tomori. Aus meiner Sicht ist Marc-André Ter Stegen der Beste. Und schafft es Ter Stegen gegen einen erneuten Serge Gnabry? Würde ich sogar sagen, nein. Also, Paredes, Grimensnek, Christoph und Fabinho. Marc-André Ter Stegen schafft es nicht und das ist das 3:3 Doppelpack. Und guckt euch mal an, die Bayern haben hier dominiert mit Sané, Serge Gnabry doppelt, Neymar, Jorginho, Fabinho. Unentschieden, Alter. Unentschieden Multipack versus Blister. Für welches Pack entscheidet ihr euch? Fürs Multipack oder fürs Blisterpack? Welches Unbox, welche Seite ist euer Favorit, sage ich mal? Die linke Seite Multipack oder die rechte Seite Blisterpack? Schreibt gerne unten rein in die Kommentare, welche Serie oder welches Pack, sage ich mal, hat das Unboxing Battle hier heute gewonnen. Unten rein damit in die Kommentare eure Meinung. Ich bedanke mich jetzt hier fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.